Moin Leute, willkommen zurück zu Uncharted 4 Thief's End und ja, ihr hört vielleicht das Rauschen, das ist meine PS4. Und ja, wir sind jetzt wieder hier oben gestartet und müssen jetzt wieder hier reingehen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Das ist der Hammer. Was ist das alles? Das stimmt. Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte weit über dem Zufallsdatum. Da ist doch ein Schatz da hinten. Das habe ich doch gleich gesehen. Gollum sieht sowas direkt. Kommt man da auch irgendwie hoch? Vernünftig? Nee. Sieht nicht so aus. Die Räume sind ja anscheinend gleich aufgebaut, nur halt andere Sachen drin oder so. Weil eben waren wir in so einem anderen Raum. Wie kommen wir da hin? Das ist wirklich kompliziert. So? Nee. Wie kommt man da hoch? Das würde ich wirklich mal gern wissen. So oder wie? Nee. Oh. Ah, so kann man nochmal, so kann man tauchen. Okay, interessant. Hier kommen wir aber nicht hoch, oder? Ah, hier kommen wir hoch, okay. Dann kriegen wir es doch hin, hier hinzugehen. Und uns diesen Schatz hier zu snacken. Wenn es denn was über, wenn es sich überhaupt lohnt. Schildpattkästchen mit Pik. Oder wie auch immer man das ausspricht. Piqué oder so. Piqué ist ein Fußballspieler, aber egal. Da war ein Fußballspieler oder so. Das, dann ist das quasi eine Art Vorratsraum. Interessant auf jeden Fall. Hier waren wir eben auch drin. Das müssen wir wahrscheinlich uns nochmal alles angucken. So, die Blaupause. Ja. Schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? So, wir wissen ja, was ihr hier aufschreibt. So. Gucken wir uns das nochmal an. Batterie ist fast leer. Es fehlt mir ja gerade noch. Das ist echt gut gemacht. Das stimmt. Was haben wir hier? Ha. Was haben wir hier? The Founders, das sind wieder die Symbole von den Typen. Schau, Siegel von Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Alter, komm. Was machst du denn hier? Our Code. Avery und Two halten Hof mit ihren Kapitänen. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Da steht ja auch Our Code. Die Fancy. Sie greift die Gangis Hawaii an. So fing alles an. Nathan, das ist die Geschichte der Gründung von Libertaria. Also, was ist das für ein Ort? Reden wir mal, Sam. Versammlungsraum. Mein Gott, hier haben sie Libertaria geplant. Die Frage bleibt aber, haben sie es durchgezogen? Das mussten sie. Schau dich doch um. Du widmest doch nicht dein ganzes Leben einer Sache und setzt dich dann einfach ab. Tja, es läuft halt nicht immer wie geplant. Ja. Hier ist nochmal das gleiche. Ist auf jeden Fall interessant. Sam kennt sich auf jeden Fall besser aus mit diesen ganzen Sachen wie Dingens, wie Piratengeschichte. Wir gucken hier, ob wir noch was vergessen haben, weil eben konnten wir, als wir den Raum abgeschlossen haben, sage ich mal, konnten wir noch mit Sam reden. Hier war das jetzt nicht der Fall. Aber das ist auch nichts Besonderes hier, wirklich. Warte mal. Kann man das noch genauer angucken? Nee. Kann man, hier kann man auch nichts genauer angucken noch. Okay. Ja, mal hier rein, ne? Oh. Na also.
gemeinsam, okay? Okay. Okay. Okay, komm, zieh. Huch. So. Raus kommen wir aber auch eher nicht so. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das sieht schon spektakulärer aus. Ist das so richtig? Ich weiß noch nicht so genau. Ich weiß ja noch nicht. Boah, wen haben wir denn hier? Warte mal. Ach, warte mal, wir brauchen wahrscheinlich einen Moment. Ja, das sollten wir haben. So. Was jetzt? Hier ist auch noch was im Licht. Wie gehe ich hier am besten vor? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Warte mal zurück. So. Warte mal. Ach doch, das war richtig. Oder? Ja. Links dunkel, rechts hell. Alles klar. Yo. Was ist das? Wow, schau. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Baldrige, Albasra und der, den ich mir nicht merken kann. Okay, nächste Runde würde ich sagen. Warte mal. So. Das müssen wir. So. Oh, das scheint nicht richtig zu sein. Wie kriegen wir das am besten hin? So. Na bitte. Ha. Okay, noch ins Licht, wie Sam schon sagt. So. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell? William Mace?
Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Dann kommt wohl noch Avrion 2, nicht wahr? Warte mal. Schwierig. Dieser bin Malik sieht traurig aus. Naja, ist er auch. Was macht er so weit weg von der Waffe? Das gleiche wie wir. So, das muss ja, das passt schon so. So. Das muss noch genau geändert werden. Nee. So. Nee, warte mal. So jetzt. Na klar mach ich das. Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England und Thomas Du. Sam, schau, da geht's lang. Hey, wo? Moment mal, das sind nur 11 Piraten. Avery fehlt. Star-Pirat fehlt. Aha, schon seltsam. Ja, Avery kommt dann hier vielleicht. Wer weiß. Wer weiß, ja, wir werden sehen. Was passiert hier? Einfach mal drehen. Okay, wohin jetzt? Hey, Scheiße. Da ist deine fehlende Avery-Statue. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Können wir jetzt hier mal einen coolen Abgang machen? Es geht ganz schön tief runter. Ja, deswegen gehen wir auch hoch erstmal. Also Nathan, und sei bitte ehrlich, wie ist das jetzt? Verglichen mit einem anderen? Frag mich das am Ende nochmal. Ja. Am Ende fragen wir ihn das nochmal oder er fragt ihn das vielleicht nochmal. Wenn er noch lebt, ne? Nathan wird ja wohl. Naja, wer weiß. Das lief ja gut. Okay, komm runter. So, Sam kommt. Das Boot ist da unten. Ab zum Boot. Dann schnell zur Avery-Statue und dann weg oder noch da bleiben. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Wir wissen ja, dass hier Shoreline noch kommt. Erst drauf, okay. Okay. Das hatten wir schon am Anfang gesehen. Avery's Riesenstatue liegt rechts. So aufgeregt mir. Zittern buchstäblich die Hände. Ja, das Gefühl kenne ich. Entweder das oder auch eine Zigarette. Vielleicht etwas von beidem. So. Dann ab zur Avery-Statue, nicht wahr? Schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das, Schatz. So. Da ist er, Avery. Was schreiben wir denn so auf? Das schreiben wir auf. Okay, interessant. Wir müssen wahrscheinlich da hoch und dann auf Avery drauf. Habe ich mir schon fast gedacht. So, Sam. Ach, das ist ja nett. Und jetzt sehen wir wahrscheinlich Shoreline, nicht wahr? Und? Wo
große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Und jetzt kommt wahrscheinlich Shoreline. Wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raushaben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay. Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Er will wahrscheinlich den Schatz so haben. Den ich an Alcazar abgeben, aber jetzt kommt wahrscheinlich Shoreline. Ja. Wer hätte es gedacht? Ist das unser Freund Rafe? Wer sonst? Ich würde sagen, schnell zum Boot, nicht wahr? Oder geht's jetzt? Oh, ja. Genau, das war's. Oh, verdammt. Das war das. Puh. Gerade noch so geschafft, was? Hat Sam es überlebt? Ich hoffe. Schiffbruch. Ich muss von diesem Strand runter. Sam! Wir müssen, ja genau, wir müssen vor allem Sam finden. Sam, hörst du mich? Vielleicht bloß aufwärts. Verdammt. So, Sully und Elena würden noch jetzt ganz gut helfen, nicht wahr? Na, wer weiß. Sam! Sam! So. Ich hoffe wirklich, Sam hat überlebt. Es wäre ja ein herber Schlag, wenn nicht. Vielleicht ist Sam woanders gestrandet. Oh. Das ist dann wohl unser Boot, nicht wahr? Gott sei Dank, die Vorratskiste. Oh, verdammt. Klar. Alles weg. Sam ist auch weg. Ja, vielleicht war es auch Rafe. Oder so, wenn der überhaupt mitgefahren ist. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Ja. Okay. Ach, verdammt. Oh, komm, steh auf, Nate. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. So. Ach komm, das kann doch jetzt nicht sein. Ich frage mich immer, man muss doch Glück haben, dass man hier nicht geblitzt wird. Verdammt. Da muss man auch aufpassen. Was machst du denn hier, Nate? So. So. Ja. So.
den Hinweis, den wusste ich eigentlich schon. Ja. So. Puh. So, komm, geh rüber. So, und jetzt hier. Ja, ja, genau. So. Komm. Ja, oh, verdammt. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Ach, komm. Nicht gerade optimal, würde ich sagen. Verdammt. Vielleicht kommt ja hier irgendwer uns zur Hilfe, nicht wahr? So. S. E. Sic Parvis Magna. Sam. Sam. Er lebt, okay. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, nicht wahr? Ich muss zu diesem seltsamen Berg. Ja. Bleib, wo du bist. Ich komme zu dir. Warte mal. Müssen wir nicht vielleicht hier hin? Mhm. Vielleicht. So. Huch. Hier lang? Ah, sieht ganz gut aus, nicht wahr? Oh. Was haben wir denn hier? Da weiß ich doch direkt, was ich mache. Dann mache ich doch das hier. Puh. Puh. Na, wir kommen noch hier hin. Wir kommen noch zu dir, Sam. Keine Angst. So, wahrscheinlich habe ich eher Angst und er nicht. Aber vielleicht auch eher, keine Ahnung. So. Na schön. Dann mal hoch. Nein. Das ist doch alles belastend. Da geht's. Da geht's weit. Weit runter. Das ist doch alles belastend jetzt. So. So. Komm. So. Puh. Ei. Oh, verdammt. Nicht schon wieder Shoreline. Ja, Rave, Shoreline sind doch alles dieselben.
sind doch alles dieselben fiesen Leute. Nein, nein, dann nicht das noch. Hier, oder? Ne, ich glaube durch die Höhle. Eigentlich geht's immer durch die Höhle. Das muss man sich merken. Egal wann, egal wo. Egal wie alt, egal wie groß, immer durch die Höhle. Immer. Oh, Alter. War das Knäppchen. Das war ganz schön Knäppchen. Kann man mal sagen. So. Und dann ab geht's, oder was? Puh. Hm. So. Ah, ist anscheinend kaltes Wasser. Kaltes Wasser tut manchmal auch gut. Jetzt kann ich weiter, oder wie? Oder was? Hm. Hier. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schatz. Oh, Krabben. Naja. Noch stören sie uns nicht. Oh, ein Fernglas. Okay. Heißt tatsächlich auch nur Fernglas. Aber was will man von einem Fernglas sonst erwarten? Ich meine... Oh, verdammt. Ich meine, es ist kein goldenes Fernglas. Das ist schon sehr enttäuschend, muss man sagen. Hä, wo geht's denn denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Hier, es muss doch hier lang gehen. Als ob es hier nicht lang geht, Alter. Ah doch, lol. Lol. Hier geht's doch lang. Oh, warte mal. Oh. Ich dachte, da geht's irgendwie. Gekommen? Groß, schlaksig. Ja, wahrscheinlich. Blöden Ideen über Piratenschätze? Was ist das denn? Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon, die Zeichnung wäre so komplett undingens. Und scharf. So. Können wir dich mal benutzen hier eben? Willst du da hochklettern? In den Stiefeln? Nein. Oh. So. Oh. Schön neues Werkzeug, nicht wahr? Es geht. Das geht nicht. Ich bin noch nicht so krass mit dem Teil unterwegs. Muss man sagen. Zu meiner Verteidigung. So, tschüss. Warte mal, nach einer porösen Oberfläche greifen und... Okay. Okay, das geht wirklich. Das ist ja toll. Zu diesem Berg müssen wir hin. Vielleicht ist Sam da, wenn wir ihn sehen, schon ganz oben. Wäre cool. Ach, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Also wirklich. Also wirklich. So. Oh. So. Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Na, dauert noch ein bisschen. Ja. Die Folge wird auch wieder ein bisschen länger. Ja. Einfach. Ja. Bewegung da bei den
Wo sind die? Verdammt. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Los. So, markieren ein bisschen. Markieren ist nämlich nicht schlecht. Oh, die haben Sam gesehen. Das ist interessant. Kommst du vielleicht noch mal hierher? Das würde ich sehr gut finden. Ja, genau. Sehr schön. Oh. Scheiße, was war das? Genau, was war das wohl? Hier ist nichts. Ach komm. Oh. Alter, ich hatte so viel Glück, dass da unten Dingens war. Das da unten, ja, ihr wisst, was ich meine, war. Ah, jetzt haben wir auch eine nice Gun. Gar nichts war hier. Hier war gar nichts. Hier war gar nichts. Kollege. Genau. Niente, nada. Oder so. Das habe ich mir nicht eingebildet. Doch, hast du. So. Kollege. Komme ich hier wieder hoch? Danke. So. Da ist einer. Da sind viele. Da sind viele, und zwar. Das ist gerade risikoreich, was ich hier mache. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder so. Oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. So, ach, hier. Hier weiß ich jetzt auch nicht, gar nicht mehr, was ich jetzt mache. So ein bisschen so mäßig so. Ich bin dem, was hier ist, noch so ein bisschen unentschlossen. Das ist natürlich gefährlich, hier Leute zu dingsen. Aber das wird schon, Leute. Das wird schon, ich hab's im Urin oder so. Genau. Sehr schön. Hier gerade gefährlich. Gerade gefährlich, wenn ihr hier runter guckt. Komm, ich wage es. Ja, easy snack. Easy snack.
So, hier sollte uns auch erstmal keiner sehen. Wenn der Typ hier vorbeikommt, dann ja, wird er ja sehen, was passiert. Ist da unten wäre wahrscheinlich. So, warten wir mal, bis der kommt. Wie gesagt, heute längere Folge, viel längere Folge. Aber naja, was soll's, ne? Ich denke mir dann immer so, was soll's. So. Puh. Hier muss ich jetzt auch wieder aufpassen. Wieder krass aufpassen auch. Leider kommt jetzt hier nicht so direkt einer rüber. Aber wir können ja so quasi. Aber das ist gefährlich. Den Typen da unten müssten wir theoretisch vorher beseitigen. Bevor wir hier oben einen beseitigen. Ich glaube, das machen wir auch. Komm, runter. So, Kollege. Sieht er die Leiche wahrscheinlich? Nee, oder? Oh. Was ein Glück, Alter. Der ist auch als nächstes dran. Der Kollege. Nein. Nein. Ach Mann. Müssen wir das jetzt alles nochmal machen? Nee, zum Glück nicht. Nicht alles. Puh. Schmeißen wir den noch einfach runter. So. Wir können, hätten da noch ein paar bisschen Munition mitnehmen können. Aber Leute, was soll's. Obwohl, komm, das gönnen wir uns doch nochmal. Wenn die beiden weggehen hier. Dann snacken wir uns das mal ab. Auch die Granate und alles. Gesamtpaket, sag ich mal. So. Glaubt ihr, man kann da rüber springen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es also wirklich nicht. Ich werde es probieren. Aber ich kann nichts versprechen, sag ich mal so. So viel sage ich mal. So, wenn du da weggehst, ja. Ja. Mach, das kann doch nicht sein. Okay, also wir gehen das ruhig an, okay. Wir gehen das ruhig an. Alles klar. Ihr wollt, dass wir es ruhig angehen, dann gehen wir es ruhig an. So sieht es nämlich aus. Nein. Da hätte er uns richtig leicht sehen können. Ach komm. Come on. Das hätte auch besser klappen können, sage ich jetzt einfach mal so. Das sage ich jetzt einfach mal so. So. Ich YOLO jetzt einfach mal. Oh. Ein Glück. Ein Glück. Oh, das nehme ich doch mit.
Nehme ich auch gerne, muss ich ja sagen. Nehme ich gern mit. Bringt es irgendwas, dass wir jetzt hier genau sind? Ich glaube ja auch eher so nicht. So, ich meine, wir können genauso gut hier sein. So. Ach komm, jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Gehst jetzt hier lang. Oh. Alter Falter, alter Falter. Alter Verteilter. Habe ich alle markiert, den da unten nicht. Ich habe ja ganz viele nicht markiert. Ganz viele. Und wenn man bedenkt, noch nicht mal Mittag. Jetzt werdet ihr hier eine Leiche sehen. Ist halt so. Es ist halt so. Sag mal so, man kann es nicht jedem recht machen. Hier rüber zu gehen ist ganz riskant. Davon nehmen wir mal Abstand. Ja. Ihr seid nicht alleine. Ganz ehrlich, ich habe auch nichts anderes gedacht. Oh. Warum springst du denn da runter? Komm hier hoch. Kann ich einfach eine hier hochkommen? Ich warte jetzt hier einfach. Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Sorry, dass ich jetzt wieder ein bisschen leiser bin, aber wenn man leise läuft, dann muss man auch leise sein. So ein Ding ist das halt. Okay, du gehst da hoch, interessant. Könnte ich doch da abfangen, oder? Wäre das nicht eine Überlegung wert? Ja, durchaus. Du bist schon wieder runtergegangen, oder was? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Das ist ja fast nicht mehr feierbar. So. Wo sind denn die alle jetzt hier? Das ist natürlich ein bisschen belastend jetzt, dass die alle hier so am Start sind. Aber was soll man machen, ne? Kannst nicht einfach hier hochjumpen? Oder was? Das ist auch wirklich die Frage, wie ich das jetzt mache hier. Ich habe halt wirklich keinen Bock jetzt hier irgendwie alle jetzt hier Fernkampf bisschen zu schießen. Aber ich hatte einfach keinen Bock. So. Kette kann ich nicht einfach irgendwas mit Schalldämpfer haben. Das wäre auch deutlich angenehmer, oder nicht? Ich werde mal mich hier hinstellen. Wenn er da hochklettert, werde ich ihn da erwischen. Also jedenfalls vielleicht. Nichts ist safe.
kann ich einfach da hochgehen, aber jetzt wäre es natürlich auch suboptimal. Den Kollegen habe ich schon mal hier ausgenockt. Habe ich richtig hart ausgenockt. Easy. Easy Snaggle. Reno. Oder so. Der steht immer hier gefühlt. Puh, Alter. Das lief ja nochmal gut, ne? Lief ja wirklich noch mal alles gut. Oh. Passt gut auf! Hier drüben hat's noch einen erwischt. So. Ja, vielleicht hat's hier drüben einen. Ach komm. Was ist denn hier jetzt los? Okay. Dann wohl jetzt kämpfen, oder wie? Keine Ahnung. Mach ich doch easy. Mach ich doch mit links. Oh. Oh. Alles gar nicht so gut gerade. Alles wirklich gar nicht so gut. So, ich chill mich jetzt einfach mal hier hin. So. Ja, netter Versuch, ne? Muss ich aber auch sagen. Oh, was ist das? Sieht auch schön aus. Sieht, muss ich sagen, auch schön aus. So. So. So, ich würde sagen, hier beende ich auch erstmal die Folge. Und ja, das war mal wieder eine krasse Folge, so. Kann man nicht anders sagen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.